So, weiter geht's, weiter geht's. Ich habe wieder das Gefühl, dass es hier der falsche Safe State ist. Das ist es. Schnellspeicherstand. Ja, ich mache hier nur Unsinn. Leute, das geht doch so nicht. Ich wollte doch in die Höhle rein. Ihr habt mir übrigens geschrieben, dass ich das doch so machen soll wie bei Gothic 2 und 1, wie ich das schon so leidhaftig da praktiziert habe, mit einfach mal in der Nähe von einem Gegner rumstehen, den ein bisschen angrinsen und warten, bis er wegkommt. Das war, glaube ich, der Cillian Hemingway, der das gemacht hat. Und Fourfall hat mir auch nochmal ein bisschen Trainingslektion gegeben. Und deswegen wird das wahrscheinlich... Es wird immer besser. Langsam, aber stetig geht das weiter. Gut. Ich bin schon alleine froh, dass ich jetzt das mit dem Rechtsklick rausgefunden habe. Das ist ja eigentlich schon eine Steigerung um 3 Milliarden Prozent. Okay, da war ich schon drin, oder? War ich hier schon drin? Hallo, war ich hier schon drin? Nee. That's what he said. So, komm, mach auf jetzt. Nimm alles. Oh, es tut gut, hier mal ein bisschen draußen rumzulaufen. Oh, Baby. Kann ich denen eigentlich mal was verhauen? Verpassen hier? Das ist so einen von denen da. Einfach mal so ein bisschen Kartoffel. Nee, ne? Kann ich nicht. 8000 Erfahrungspunkte brauche ich noch, damit ich meinen... Steck die Waffe weg! Ja, verschwinde von Gute hier! Gute Entscheidung! Sag mal, was sind die alle so kratzbürstig? Ich wollte doch einfach nur mal zeigen, was ich für eine geile Waffe habe. Vielleicht tauschen wir oder so. Vielleicht ist deine ja schlechter. Ich hätte dir meine gegeben, weil ich so ein netter Mensch bin. Nein, nein, jetzt nicht mehr. Nee. Das mache ich nicht. Jetzt hast du es verloren. So, die Schweine sind alle ausgeplündert. Und die Frame Drops of Life. Das ist ja wie eine Achterbahn hier, ne? Ich sehe das hier oben links. Das ist meine FPS-Anzeige. Die geht die ganze Zeit. Wieder auf 90 hoch, dann sind sie wieder auf 10. Und dann, also, das ist schon lustig. Ich will das einfach nur mal so auf euch wirken lassen. Jetzt geht's hier zum Strand. Ist das ein Strand hier? Hallo? Bin ein Baron. Ist hier irgendwas mit Strand? Nee, aber da ist so eine abgehalftete Hütte. Was ist das eigentlich mit diesen Steinkreisen hier überall? Ah! Okay, raus. Warten. Da sind ja zwei von denen. Okay. Warten. Ja, komm. Hau dich halt hin, Junge. Da hinten ist noch einer. Noch ein? Willst du noch einen haben? Jetzt gibt's aber erstmal Fleisch. Fleisch gebraten. Was ist denn der denn? Gebraten oder was? Und ein Safe State. Und dann hauen wir mal dem letzten Snapper auch nochmal was über die Bitze. Moin! Okay. Ich merke schon, dass Hit and Run hier ein bisschen besser ist. Ja, so. Das ist ja gleich viel einfacher. Dann bringt das hier sogar noch was, dass ich hier kämpfe. Ah! Siehst du mal. Abgebrochen. Ja, pff. Abgebrochen. Hallo, Kerle. Abgebrochen. Mach dich mal gerade, du Handschuhschneeballer. Abgebrochen. Noch ein. Abgebrochen. Sag mal, das ist eine normale Truhe. Ja, jetzt macht das, ne? Bisonfell. Ich meine, was? Klingenschaden. Das ist schon ein bisschen besser als das, was ich jetzt habe, ne? Hä, ist das tatsächlich besser? Ach komm, nimm mal alles mit hier. Tja. Hallo. Ach, guck mal einer an. Jawohl. Da. Da. Okay, das so wäre das hier nix. Da. Nee, das wird so ganz bestimmt nix. Dieser Ort wird erstmal nicht von mir behelligt. Mm-mm. Nein, da mache ich nochmal einen Bogen drum. Oh Gott, nein. So, jetzt... Ist leider, habe ich gerade auf meinen Timer gucken müssen und dann ist gerade eine SMS gekommen. Jetzt muss ich mit meinem Handy erstmal rumfischeln da. Das ist schrecklich. Ach, das habe ich noch gar nicht geöffnet. Abgebrochen. Nee, 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 nee. Abgebrochen. Hallo. Wie viel willst du denn da noch reinstecken?
Abgebrochen, abgebrochen. Anstatt mal einen Lerneffekt zu etablieren und es nicht so kräftig zu machen. Nein. Aber das sieht aus wie... Weiß ich nicht. Ach, Rebellen sind das. Ja, dann braucht ihr das ja nicht mehr, ne? Alarm! Ist mit der anderen Truhe? Hallo, ich bin ein Typ mit Hörnern auf dem Kopf und ich klaue jetzt eure Sachen. Keinen Schritt weiter! Ja, was denn, ey? Ruhig bleiben, Kleiner. Ich tu dir nichts. Du bist doch nicht gekommen, um Ärger zu machen, oder? Halt's Maul. Wenn ich dich hätte töten wollen, wärst du jetzt tot. Okay. Dann will ich nichts gesagt haben. Erzähl mir mal lieber, was hier oben los ist. Das hier ist ein Rebellenlager. Ich bin Rebell und kämpfe für den König. Aha. Und? Schon Orks getötet? Bisher war ich noch nicht in einer Schlacht. Aber ich freue mich schon darauf, einem Ork das Fell über die Ohren zu ziehen. Naja. Du legst doch nicht mal eine Fleischwanze um. Ich habe schon viel geübt mit meinem Schwert. Die Orks sollen ruhig kommen. Ja, ja. Was machst du hier eigentlich den ganzen Tag? Ich passe auf, dass sich niemand an das Lager hier heranschleicht. Ist dir ja prima gelungen. Na, das ist gar nicht so einfach. Vor allem nicht bei den ganzen Viechern in dieser Gegend. Aber am meisten Angst machen mir die Untoten in der Höhle da drüben. Hm. Möchte nicht wissen, was die mit einem anstellen, wenn die einen zu fassen kriegen. Oh, dazu könnte ich dir einiges erzählen. Ich könnte die Untotenhöhle für dich aufräumen. Du traust dich wirklich in eine Höhle voller Untoter? Wäre nicht das erste Mal. Wenn du das schaffst, dann gebe ich dir 300 Goldmünzen, okay? Ja, ich denk drüber nach. So. Ich nehme das mal, ne? Klar, warum nicht? Ich meine, was? Ich meine, da hat er das jetzt wirklich gesagt? Bist du wirklich? Und die wundern sich, warum die den Krieg verloren haben, ey, meine Güte. Oh, klar, warum nicht? Ja, ja, sowas kennen wir. Ach, ich hatte ja gar nicht mehr so viele Lebensenergie. Warum sagt mir das denn keiner? Okay, dann gehe ich ja jetzt mal so millimeterweise hier rein. Ja, toll, iss noch eins. Wir haben ja nicht genug davon, ne? Iss einfach, iss dich satt, Kerle. Iss über den Hunger. Okay, jetzt kommt einer. Ich warte. Ich warte. So. Aua! Bin doch zur Seite gegangen. Hallo. Kann ich die eigentlich vergiften? Sag mal, was ist denn da los? Gleich die drei hier. Ne, das kann ich vergessen. Ich muss mit dem Kerle woanders hinlaufen. Sonst wird das hier richtig gefährlich. Gefährlich. Dann ist das alles zu gefährlich. Nochmal. Encore une fois. Da kommt er doch gleich. Pass auf. Hallo. Oh nein, ja, gleich zwei davon, ne? Mhm. Jawohl. Einfach mal weglaufen. Und sein Compadre geht wieder zurück. Na gut, und ich habe ihn hier jetzt allein, oder was? Oh, yeah, yeah, yeah. Okay, jetzt ist gut. Na? Yeah! Kopf abgeschlagen! Ha! Aber die geben doch nicht mal Loot, die Jungs hier. Oh, meine Fresse. Das machen wir jetzt noch fünfmal. Das ist so schön in RPGs, so am Anfang, wenn man die großen Gegner fletschen möchte, aber jetzt noch nicht stark genug ist dafür, eigentlich, und das alles mit Spielgeschick ausgleichen muss. Hm. Finde ich aber gut, wenn das geht. Deswegen bin ich auch nicht so ein Fan von rundenbasierten Kampfsystemen. Das heißt, bei Pokémon geht's, aber bei anderen Sachen. Deswegen habe ich mich auch noch nie für Final Fantasy interessieren können. Weil das alles immer zu langweilig war. Und weil die meisten Protagonisten der neuen Spiele aussehen wie die Jonas Brothers. Komm, sehen wir mal Tarzan ins Auge. Ist doch so.
Ja. Ich wollte mal gucken, ob ich dich vergiften kann. Natürlich nicht. Da haben die mitgedacht. Hätte ich nicht erwartet. Oh, man muss ja wirklich drauf achten. Ah! Wenn man so ein bisschen drauf achtet, was der Gegner macht, dann geht das sogar. Oh Gott, das war falsch. Yeah! Für ein rostiges Schwert. Für eine Handvoll Senf. Würstchen. Würstchen, für so Würstchen. So eine ganze Handvoll, so ein Wurststrauß. Kennt ihr das? So ein, wie so ein Blumenstrauß, auch mit so einer Papierhülle, mit so ein bisschen Plastik oben dran und einer Schleife. Nur dann eben mit Würstchen. Okay. Ich hoffe mal, dass du nicht noch einen Kumpel hast. Weil wenn doch, ist das jetzt ein bisschen gefährlich. Na? Ja, komm. Komm, komm. Oh. Okay, einer von euch beiden muss jetzt sofort sterben. Okay, jetzt geht's. Ja, das geht. Oh yeah, baby. Ja, guck mal, das funktioniert doch. Ich habe die Untotenhöhle gesäubert. Also jetzt nicht wirklich gesäubert, sondern nur ausgeräuchert. Aber das ist für die Leute hier das Gleiche. So I got that going for me, which is nice. Hallo. Hola. Was ist hier los? Wieso sehe ich hier nichts mehr? Schwere Truhe kann ich leider nicht öffnen. Schade, schade, schade. Oh mein Gott. Dann eben nicht. Dann eben nicht. Wo ist denn unsere Senfgurke, die da meinte, ja, das schaffst du eh nicht? Kann dir doch egal sein. Ja, ja. Wo ist er? Steve! Die Höhle da drüben ist ein alter Friedhof. Die Skelette, die da hausten, sind jetzt nur noch Staub. Das ist beruhigend. Das ist mir 300 Goldmünzen wert. Nur dann, dankeschön. 300 Jold erhalten. Was heißt denn jetzt hier Rebellenunterschlupf? Heißt das, dass hier wirklich was los ist? Oder heißt das, dass du nur hier so vor so einer Höhle stehst, wo eigentlich gar nichts drin ist? Am besten du hältst dich da raus. Ich habe jetzt bisher noch keine... Ich habe ja noch nicht hochgeladen, deswegen weiß ich nicht, ob das meine Frage beantwortet wurde, ob das wirklich wichtig ist, das Zeug hier. Charles, moin, Pocket Charles, moin! Loch in deiner Hose. Da bist du ja endlich. Ich dachte schon, du würdest nicht mehr kommen. Was? Kennen wir uns? Bist du etwa nicht der Bote aus Nemora? Ja, doch. Verdammt, ich muss wissen, ob Nemora noch steht. Was machst du hier in dieser Höhle? Wir sind von den Orks überrannt worden, als wir den Tempel von Trelis sichern wollten. Sie sind wie besessen, wenn es um die Suche nach den göttlichen Artefakten geht. Sie kamen mit etwa 30 Kriegern. Da blieb uns nur noch die Flucht hierher. Was ist dir an dem Tempel so wichtig? Jedes Artefakt, das die Orks bergen, kann gegen uns verwendet werden. Die Ausgrabungen am Tempel müssen gestoppt werden. Jemand muss die Orks in und um den Tempel von Trelis daran hindern. Du meinst, sie töten? Wie sonst? Eine andere Sprache verstehen die doch nicht. Bisher ist mir nicht bekannt, dass Nemora vernichtet wurde. Dann musst du ihren Anführer davon unterrichten, dass wir hier feststecken. Nemora soll Verstärkung schicken. Schnell! Ja, dann mache ich das. Wie heißt der Anführer von Nemora nochmal? Das weißt du nicht? Mir scheint, du weißt noch nicht einmal, wo Nemora liegt. Das weiß ich nicht. Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Verdammt, und ich hatte gedacht, dass man dir trauen kann. Komm her, Bürschchen! Was ist denn? Hallo! Dein Kampf! Ey! Charles! Sag mal! Danke. Jetzt bin ich vorbereitet, also das war jetzt gerade mal ein bisschen zu... Oh Gott. Warum macht ihr das? Na, ich verstehe es echt nicht. Wieso, wenn man dir trauen kann? Nur weil ich nicht gesagt... Ich dachte, du hilfst mir ein bisschen und ich... Na gut. Tja, da Charlie. Klar, ich komme doch gern vorbei. Dann lass uns gleich mit der Arbeit anfangen. Wie steht es um Nemora? Bisher ist mir nicht bekannt, dass Nemora vernichtet wurde.
Dann musst du ihren Anführer davon unterrichten, dass wir hier feststecken. Nemora soll Verstärkung schicken. Schnell! Wie heißt der Anführer von Nemora nochmal? Das weißt du nicht? Mir scheint, du weißt noch nicht einmal, wo Nemora liegt. Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Verdammt! Und ich hatte gedacht, dass man dir trauen kann. Komm her, Bürschchen! Ich verstehe nicht, warum er gleich auf Krawall ist. Leute, es gibt einen Kampf! Aber wenn du möchtest, dann hau ich dir gerne aus dem Maul. Komm schon, den schaffst du! Geh scheißen, du Trottel! Oh, das lief jetzt nicht so wie gedacht. Lass dir das nicht bieten! Charles, moin! Bock mit Charlie! Komm her! Mach schon! Mach mal hier einen Fletcher hier, Junge. Komm schon, geh schon! Oh, und das war dein Ende. Das war dein Ende. So, jetzt nehme ich das mit, was du alles hast. Ein Zweihänder und ein paar Dietriche. Wer will jetzt nochmal? Noch ein? Willst du noch einen haben? Oh, was war das denn jetzt für ein Trick? Auf einmal habe ich mich umgedreht. Das ist ja der Zauber schlechthin. Uiuiui. Wir schlafen mal bis morgens. Jetzt schüttet das nur noch mehr. Okay, Charles hat eine gedrückt gekriegt. Nichts zu holen. Wieso ist er immer noch auf dem Boden? Ich habe eine ganze Nacht geschlafen. Oh, beim nächsten Mal kommst du... Was willst du hier noch, dreckiger Orksöldner? Was machst du hier in dieser Höhle? Wir sind von den Orks überrannt worden, als wir den Tempel von Trelis sichern wollten. Sie sind wie... Ja, das kennen wir ja schon alles. Was? Die Orks haben alles, was sie aus dem Tempel bergen konnten, nach Trelis gebracht. Sollte im Tempel eins dieser seltenen Artefakte gewesen sein, dann ist es bestimmt dort. Verstehe. Was ist dir an dem Tempel so wichtig? Jedes Artefakt, das die Orks bergen, kann gegen uns verwendet werden. Das hatten wir schon mal, ne? Jemand muss... Du meinst... Wie sonst? Ja, gut. Ich verstehe jetzt nicht, der hat einerseits gesagt, ich soll die Orks vernichten und dann meinte er... Ja, sofort auf damit! Oh Gott. Warum sind jetzt eigentlich alle gegen mich? Das hätten sie gerade mal machen sollen. Oh nee, gegen mehrere zu kämpfen ist jetzt echt noch nicht so mein Ding. Gut gemacht. Da kriege ich nur auf die Fresse. Deswegen lassen wir das mal... Das macht doch so keinen Sinn. Nee, Charles, der hat irgendwie so eine janusköpfige Politik hier. Der meint ja gleichzeitig, dass ich ein Orksöldner bin und dann meint er, ich soll zu den Orks gehen und denen alle mal die Leviten lesen. Versteh, wer will. Vielleicht ist das so seine Art, hier irgendwelche Geschäfte abzuschließen. Ich weiß es nicht. Ich bin gerade auf dem Weg nach Trelis, ne? Und nicht mehr nach Montera. Aber das ist mir ja Jacke. Man kann ja auch mal beides machen. Hier runter geht's nach Trelis. Obwohl mir das hier gerade nicht so schön aussieht. Weil auch die Gegner hier stärker geworden sind. Deswegen wollte ich jetzt nochmal nach Montera zurück. Vielleicht haben wir da ja bessere Karten. Und eigentlich wollte ich Steve nochmal eine drücken. Yo, Steve! Weg mit der Waffe! Okay, am besten nicht hinter anderen Gegnern stehen. Der hat wirklich mit dem Schwert geübt, also schlecht ist er nicht. Nein! Gegen mehrere zu kämpfen ist voll gemein. Das ist voll gefährlich. Ja, wir müssen heute aber noch was schaffen. Wenn der Ork da sein Schwert wegklöppelt, dann müssen wir jetzt irgendwas gemacht haben. Ja, komm. Lad ein wenig schneller, liebes Spiel. Lalalalala. Ja. Wie gibt's da? Oh Gott! Das sind zwei. Nee, das mache ich nicht. Gegen zwei gleichzeitig ist mir zu gefährlich. Wie bin ich denn hier am Anfang so? Hier? So? Über den Berg? Wieso bin ich eigentlich hier unten lang gegangen? Warum bin ich hier nicht einfach weiter den Weg entlang? Da, wo es nicht so gefährlich ist. Und wo nicht irgendwelche Charles-Leute mir da sofort was auf die Fresse hauen wollen. Warum habe ich das nicht einfach mal gemacht? Warum nicht? Ach, guck mal, wie schön hier. Die Schöschi.
Montera geht's nach rechts. Unten ist ein Snapper. Ist es nur einer? Dann können wir dem ja mal zeigen, was los ist. Ja, so stark sind die Snapper in diesem Spiel scheinbar ja nicht. Die geben ja auch... Wie viel geben die? 150? Ja. Tja. Die 150 nehmen wir noch mit. Wir brauchen ja auch nur noch 3700, wenn ich das richtig sehe. Und dann sind wir der Superwildjäger der Jahreszeit. Dann kann uns kein Tier mehr gefährlich werden. Doch, wahrscheinlich können uns dann alle noch gefährlich werden. Aber man fühlt sich besser. Tja. Einmal rohes Fleisch erhalten. Oh ja, liebes Spiel. Mach doch einfach mal wieder. Geh mal auf 0 FPS am besten. Mach das Spiel gleich aus. Haben wir eine Sorge weniger. Okay, dann wollen wir mal meine neuen Kampffähigkeiten an so einem Wildschwein ausprobieren. Am besten mal an 2 Wildschweinen hier. Also, oder an 3 Wildschweinen. Ah, und laden. Wo kam denn das andere jetzt noch her? Aus dem Busch? Fühlt sich stark, wa? Wenn das so im Busch ist und dann sich so schön in die Schnauze leckt, das Schwein. Die Sau. Bakarisch. Da geht's auch noch irgendwann hin, aber jetzt nicht. Okay, da war noch der Scavenger, ne? Den habe ich ja schon mal erledigt. Das machen wir gerne nochmal. Nee. Und weg ist er. Jetzt müsste hier irgendwo noch ein Schwein sein. Das kam doch von hier unten. Wo ist denn das? Wo kommt denn das her, das Schwein? Da ist die Sau. Dann schießen wir mal auf die Sau. So ganz grob. Auf Vorhalte. Na. Na. Zack. Eine Sau ist weg. Bleiben noch 2. Hallo, ihr Schweinchen. Ich hab Lecco Mio habe ich. Espresso habe ich dabei. Und das kann ich euch schön in die Nasenlöcher einfüllen, das Zeug. Das findet ihr bestimmt total lustig. So, jetzt haben beide Lunte gerochen, aber eins ist gleich schon tot. Hätte ich gerne so, ist aber nicht. Okay. Ja. Immer in Bewegung bleiben. Und zack. Dann haben wir es. Die beiden Wildschweine, das ist gar nicht mal so schwer. Wenn man einmal den Bogen raus hat, geht das. Ich freue mich schon auf die ganzen Posthuben-Kommentare, wenn die Videos alle schon oben sind, von wegen, hey Maddy, du machst das voll scheiße und du meckerst die ganze Zeit über das Spiel. Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halt. Ja. Schön ist es nicht. Immer noch nicht. Aber man gewöhnt sich ja an alles. Noch ein Schwein. Ohne zu speichern. Jetzt das Schwein. Ist das drin? Und da ich momentan mit meiner eigentlichen... mit meinen Vorhaben noch nicht verskillt habe, ist alles noch im grünen Bereich. So, apropos grüner Bereich, den gibt's morgen erst wieder. Wir sehen uns. Bis dann.